Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl. Nein, Stalker Lost Alpha. Mein Gott, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind, so wie ich es gesagt habe, bei den Army Warehouses. Eben gerade war noch ein Blowout, deswegen musste ich nochmal zurücklaufen und in Schutz gehen. Jetzt bin ich nochmal hergekommen. Und direkt nach dem Blowout habe ich einfach drei Artefakte gefunden. Ja, das eine lag hier vorne, das andere da hinten auf dem Hügel. Und noch eins war da irgendwo relativ unauffällig. Und jetzt sehe ich gerade noch eins. Da liegt noch eins. Gut, aber da scheiße ich jetzt drauf. Ja, direkt nach so einem Blowout geht das natürlich richtig ab, ne? Da kommen natürlich die ganzen neuen Artefakte. Ja, ein positiver Punkt eines Blowouts. Also, eins davon ist Bubble. Das habe ich mir direkt mal in den Gürtel gepackt. Das hat Radiation minus 4. Ansonsten halt das Ding noch und das Ding noch. Also, falls wir Chemical Burn brauchten, könnten wir uns das in den Gürtel packen, weil das Artefakt minus 4 arbeitet gegen die plus 2 davon. Also, das ist kein Problem. Da werden wir also nicht verstrahlt auf Dauer. Auch das hier könnten wir uns problemlos in den Gürtel packen. Ja, wollte ich nur mal erwähnen. Und ich nehme euch jetzt mit in den Levelübergang, weil ich weiß ja nicht, was da nachher passiert. Nicht, dass gleich eine Zwischensequenz abläuft und ihr kriegt davon nichts mit. Wir werden übrigens nach Radar geschickt. Das kann man anhand des Wegpunktes ablesen. Und Radar ist hier. Keine Ahnung, was uns dort erwarten wird. Wir werden es wohl rausfinden. Ab dafür. Bin mal sehr gespannt. So langsam dringen wir ja so richtig tief in die Zone vor. Ach so, Radar war das mit den ganzen Antennen, ne? Critical emissions. Leave the area immediately. What? Oh mein Gott! Critical Psy emissions. Stalker, come here and... Was? Was denn? Hi. Ja, ich persönliches Business zu tun. Hat einer von euch eine Energy für mich? Haben die so viel Zeit? Oh, der hat wirklich eins. Nicht schlecht. Ja, ja, komm hier und talk to me. Das habe ich gerade gemacht. Das war nicht so erfolgreich. Oha. Da hinten krabbelt auch schon wieder irgendwie ein Snork rum. Ja, wir haben 3 Minuten. Ich meine, das kriegen wir locker hin. Aber das Gebiet scheint schon einer der gefährlichen Sorte zu sein. Oh, das ist nicht nur ein Snork. Radar. Alter Schwede, ist das ungemütlich hier. Leck's mich am Arsch. Oh, das sind 3. Okay. Können wir da vielleicht einfach dran vorbeilaufen? Oh, ist das ein Artefakt? Ich glaube, ich habe gerade ein Artefakt aufgesammelt. Ja, habe ich. Rapture. Night Star, also Nachtstern. Interessant. Oh Gott, nix hier aus hier, du. Das fühlt sich schon nicht gut an. Muss ich sagen. Ah, ich werde hier mal kurz quicksaven. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich hier langlaufe, wir gleich von einer Anomalie attackiert werden. Nee. Nein, werden wir nicht. Oh, ist das Gebiet ungemütlich. Eieieiei. Naja. Auf jeden Fall kriegen wir genug Zeit. Ach so, das ist, glaube ich, aufgrund unseres Helmes. Ne, Moment, das kann nicht sein. Was ist, wenn ich den Helm anlege? Oh, dann können wir hier langlaufen ohne Countdown. Natürlich. Guck mal. Ha, gar kein Problem mehr. Alter, wie geil. Dann könnten wir uns ja hier doch mal umsehen, hä? Aber ich glaube, hier gibt es erstens gar nicht so viel zu sehen. Und zweitens sind wir ja auf andere Missionen. Aber hey, gut zu wissen.
Coole Sache, das. Data RPG, ja moin. Dir geht's auch gut, ne? Ja, ihr seid echt bescheuert. Sniper, was kostet das? 3000 Rubel. Du bist ein Witzbold. Für 20 Schuss Sniper-Schuss. Oh, was? Mit dir soll ich auch quatschen? Moin. Ja, leave the area immediately, ne? Na gut, dann werden wir das wohl mal machen, hä? Hab bei ihr sowieso nichts verloren. Oha, Radar also. Ein echt ungemütliches Gebiet. Naja, mal schauen, ob es noch ungemütlicher wird. Ich glaube ja. Was ein langer Weg, ey. Ach, komm am Arsch. Ich soll jetzt... Wow, ich soll jetzt ernsthaft hier komplett langlaufen. Die North Hills. Also die nördlichen Hügel quasi. Das ist hier so eine Art Sumpf. Und... Ja, irgendwas. Was weiß ich, was. Da liegt ein Artefakt. Interessant. Ich finde es so cool, dass sie hier einfach rumliegen wie im Original. Stalker Chat of Chernobyl, weil in den anderen Stalker-Teilen muss man immer den Detektor rausholen, sonst ploppen die nämlich gar nicht erst auf. Dann kannst du gar keine sehen. Also musst du die wirklich finden mit dem Detektor. Ich finde es ehrlich gesagt aber irgendwie, weiß nicht warum, ein bisschen cooler, wenn die einfach rumliegen, weil... Keine Ahnung, die werden ja sowieso kreiert aus der Anomalie und ich finde das jetzt nicht so... Ich finde es jetzt irgendwie, keine Ahnung, cooler, wenn sie halt einfach rumliegen, keine Ahnung. Oh mein Gott, sind das viele Hunde, ach du Scheiße. Oh ja, ihr habt mich natürlich alle entdeckt wieder, ne? Ja, moin. Nein. Oh Gott. Scheiß Rasselbande hier. Du bist jetzt abhauen hier, ne? So machen wir das aber nicht, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Nicht erst alle angreifen und dann abhauen. Ist mal gut jetzt. Jetzt ist aber gut. Holy shit. Naja, ich glaube fast, ich werde noch ganz vielen Mutanten hier begegnen. In den nördlichen Hügeln, weil das klingt schon irgendwie so. Als würden sich hier die ganzen Mutanten verschanzen. Boah, haben wir einen weiten Fußmarsch. Es ist ja unglaublich zum Kotzen. Oh, yo, alles klar. Einer unserer ganz dicken Freunde. Ja, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ey. Das sind die ganz dicken, wisst ihr? Die so stampfen. Nee, da lege ich mich lieber mit zwei Wildschweinen an. Fürchterliches Gebiet. Also auch sehr... lebendig. Hier läuft halt wirklich allerhand rum schon wieder. Oh, meine Lieblingshunde. Die scheiß Pseudohunde hier schon wieder. Mein Gott. Unglaublich.
Bei uns geht's ja soweit ganz gut, ne? Ich glaube, ich werde mal kurz einen Stop einlegen. Weit sind wir ja noch nicht gekommen. Der Ausdauer sei Dank. Oh, guck mal, jetzt kommt er da hin, du. Ja, ja. Mach mal, was du willst. Boah, Angriff der Schweine hier. Schau mal, die Hunde gegen die Wildschweine. Und die Hunde machen die Wildschweine absolut platt. Ja. Das Schwein hat keine Chance, du. Kannst du vergessen. Entschuldigung. Ist alles voll mit Anomalien. Kommen wir hier irgendwie durch? Oh, das sieht ganz böse aus hier. Oh, nee, ich glaube, hier kommen wir gar nicht durch. Oh, da sitzt noch ein Digger. Noch ein ganz Digger. Ah, nee. Ah, nee, es ist nur ein Schwein, das ist okay. Weißt du, die Schweine klingen mir so, als wären die 10-mal so groß. Vom Sound her. Und dann sind es doch ganz kleine. Naja, klein. Sind es halt bloß. Doch bloß so eine kleine Schweine. Kackschweine. Oh, die Hunde natürlich auch alle. Hau ab. Pseudo-Hunde auch. Ey. Jetzt schon wieder allerhand los. Naja, lauf mal weiter. Ich bin nicht da, ne? Guckst du dir halt an. Was hier alles rumläuft? Ja. War klar. War ja klar. Hab ich auch nicht anders erwartet. Ich hab's nicht anders erwartet, muss ich sagen. Weißt du, statt einfach weiterzulaufen. Nein, die wollen halt unbedingt sterben. Na gut. Lässt sich halt auch einrichten, ne? Also das Level... Oh, jetzt ist aber mal gut. Das Level kommt mir so ein bisschen so vor wie das andere. Wie dieses Science Stick, Science Darkscape, Bandit Darkscape, Long Darkscape Ding. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil es halt auch so weitläufig ist. Na, wo ist es denn? Hier, dieses Gebiet. Dieses Kackgebiet. Nee, Moment. Dieses Kackgebiet, wo man hier einmal rumläuft. Hier ist es ja noch weiter. Guck mal, hier muss ich das Ganze langlaufen. Ist ja unglaublich. Naja, mit dem Auto wird es halt schneller gehen, ne? Aber das haben wir jetzt nun mal nicht. Müssen wir so machen, Leute. Ich meine, schön sieht es ja auch aus. Oh. Das ist aber kein Blowout jetzt. Bitte kein Blowout. Oh Gott, wie sich das Wetter auf einmal auf Schlag ändert, ey. Holy shit, auf einmal ist es regnerisch. Oh, ruckel, ruckel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist aber doch irgendwie ein Blowout. Oh, ich seh nix. What? Was geht hier ab? Oh! Ich bin kopflos. Bin ich jetzt schon wieder eingeschlafen, oder was?
Sag mir jetzt nicht, ich bin tot. Was passiert hier gerade? Was? Okay, ich wurde einfach mal teleportiert. Danke, Spiel, dass ich das hier alles nicht auch noch laufen muss. Ich bin sehr verbunden. Das ist sehr, wenn. Ja, das ist wirklich sehr nett. Lost Alpha, hä? Das ist jetzt wirklich. Das ist jetzt aber wirklich sehr nett. Das ist sehr cool gemacht. Aber ja, irgendwie haben wir das schon wieder überlebt. Eigentlich soll man ja sterben bei der Scheiße, ne? Irgendwie werde ich nur teleportiert andauernd durch die Blowouts. Naja, quatschen wir erstmal mit dir hier. Du bist ein bisschen uninteressanter. Ja, genau. Hast ja auch nichts zu bieten, ne? 500. Ja, ich kaufe mal 30 Schuss, komm. Hey. Hier, nimm das, um diese Symptome zu reduzieren. Der Tinnitus, die Stimmen. Es ist 15% der Fälle, ist das so. Und so ein komisches Gefühl von, man stehe unter Alkohol. Ach übrigens, bitte nicht hier drinnen trinken. Ja, bleib auf jeden Fall in der Nähe von Ärzten. Was? Ja, danke für die Meds. Wie heißt du? Didi. Also nicht mein echter Name, aber mein Codename hilft mir in den ganzen komplizierten Situationen, wie auch immer. Es ist cool, dass du hierher kommst. Ein Stalker, der ein bisschen Glück hat und nach einer Party sucht, hat sie hier gefunden. Ah ne, Moment. Ja, doch. Wait, Moment. Also ein Stalker hatte Glück, der von meiner zu meiner Party gehört. Also zu meiner Partie gehört. Hat dich aufgegabelt in den North Hills. Aber ich muss dich fragen, was bringt dich hierher? Zu diesem komischen Ort. Also ich kann die nicht-militärischen Typen an der Hand abzählen, die hierher kommen. Naja, also dein Kollege Sakharov hat mich hierher gesendet mit diesem funktionierenden Psi-Helm. Oh, ja. Ja, ja, stimmt. Ich habe davon gehört. Der Gezeichnete, richtig? Cool, dass du es durch den ganzen Scheiß hier geschafft hast. Der Psi-Helm hat dich echt beschützt. Ich habe ein paar Feldarbeiter nach North Hills geschickt und ein paar Messungen zu machen und so weiter, ein bisschen Feintuning, aber die sind nicht zurückgekommen. Hast du sie vielleicht gesehen? Nee, ich habe keinen gesehen, also. Da kam übrigens auch irgendein Blowout, bevor ich irgendeine Chance hatte, überhaupt da was nach was zu suchen oder mich umzuschauen. Aber keine Sorge, ich werde mich nach ihnen umsehen. Aber ich behalte den Helm, wenn den Sakharov mir gegeben hat. Ja, ja, natürlich. In der letzten, das letzte Zeichen war bei einem alten Wasserdamm in den Untergrundtunneln. Ich werde das für dich markieren. Aber du musst dich beeilen. Der Helm schützt nur geringfügig, weil er ein alter Prototyp ist. Und ein neuer ist sehr teuer, oder was? Ich glaube, ja. Okay. Können wir mit dir noch handeln oder so? Oh ja, der hat das gleiche Inventar wie Sakharov. Das ist interessant. Was ist das denn? Advanced Anomaly Detector. Oh, interessant. 24.000. Ist ja ein Schnäppe. Was kostet Muni bei dir? Oh, die ist aber ultra günstig. Gib mal her den Schinken.
Da kann man nicht meckern. So. Das sieht doch mal wieder ganz gut aus. Achso, Artefakt. Na gut. Okay, Leute, dann. Ach so, ich verstehe schon. Wir müssen natürlich wieder ins Gebiet zurück. Haha. Welche Ironie. Gegen was kämpft ihr denn hier? Seid ihr okay? Gegen was zum Fick? Ach, gegen Zombies wahrscheinlich. Ach, gegen Snorks. Okay. Ich sehe schon. Oh. Die attackieren einen da drin, den es gar nicht interessiert. Das finde ich lustig. Wie viele sind das bitte? Da ist noch einer drinne. Au. Hört auf, hier mich anzuknallen. Ich versuche nur, euren Kollegen zu retten. Massenkarambolage hier. Was zum Teufel? Achso, übrigens, da fällt mir ein, jetzt kann ich ja nochmal zurückgehen, weil der hatte eine Mission mit dem... Ja, gib mir Snorkfüße und das können wir uns nochmal ganz schnell Geld holen. Wieso ist die Sicht so komisch? Ich mag das nicht. Hier, Snorkfuß, ja, ja. Ich bin hier für einen Job. Oh, 2000 Rubel, mal ganz schnell verdient. Und die anderen können wir hier noch verkaufen, hier, zack. Oh, das gibt aber richtig viel hier, ne? Für so einen Snorkfuß. Da würde ich mal nicht meckern, du. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Seh nix. Gut, ja. Gehen wir dann mal wieder zurück, hä? Das ganze Gelaufe. Ja, danach kommen wieder noch 5 Quests. Ach so, ja, schön, dass du meine Leute nicht gefunden hast, weil sie alle tot sind. Aber ich habe da noch was anderes für dich. Geh doch mal da rein und such die Dokumente und so. Ja, ja. Es ist wirklich ein bisschen eintönig. Es könnte halt ein bisschen Interessanteres passieren, langsam. Von mir aus. Ich meine, es ist nicht schlecht, es ist halt nur ein bisschen blöd manchmal. Geht da hin, sucht das, geht da hin. Ach so, ja, mein Freund, der ist übrigens wieder 3 Kilometer weit weg und der will auch was haben und so. Ach so, ja, und dann komm halt wieder zurück. Ja, genau. Es ist, ja, Walking Simulator hier. Nein, ist es nicht, aber man muss schon viel laufen. Und wenn man überladen ist und nicht so viel Energy hat, ist das natürlich, ja, schon eine Herausforderung.
Ihr tut mir ja jetzt nicht auf Anhieb weh, oder? Oder knallt ihr mich auf Anhieb ab? Was seid ihr für eine Leute? Knallt ihr mich auf Anhieb ab? You are military territory, Stalker. Stick the road and all will be fine. You have 30 seconds to comply. Oh. 30 Sekunden! Okay, bitte mal weg. Was? Ich kann's nicht glauben, Stalker. Dass Leute wie du hier sind. Naja, ich such so ein bisschen nach der Wahrheit, ne? Es ist aber auch strange, Militär hier zu sehen. Naja, wir sind hier aufgrund der Scientists und dieses Untergrundlabor. Wir versuchen die Kontrolle zu übernehmen von Radar, aber das ist nicht so richtig möglich. Ja. Retrieve last parcel dropped by helicopter once a month. Stalker sind nicht wirklich toleriert. Are a good person, that's why I let you walk here. Oh, du kannst sogar hier resten, wenn du es bräuchtest. Haha, wie cool, weißt? Erst so, oh, du hast 30 Sekunden und jetzt kannst du auch hier pennen, wenn du bist. Oder dich hier ausruhen. Ja, danke auf jeden Fall. Okay. Hast du einen Job für mich? Interest on some work, not every day find someone. Ja, aber welche? Naja, hier ist das Ding. Da gibt's lauter Mutanten, bla bla bla. Nee, lass mal, so einen Job brauche ich auch nicht, du. Oh, der kann reparieren und heil machen, oder was? Ja. Kann er. 3000! Was? 3000! Leck mich am Arsch. Ja, was ist es wohl wert, hä? Na komm, scheiß drauf. Die ist ja ganz gut. Ich investiere das nochmal. Warum nicht? So, wer von euch schreibt mir hier die ganze Zeit an? Du hier oder was? See you. Nee. Irgendeiner hat doch gesagt hier. Ah, Tony Wood, help me hier. War das einer von euch Idioten? Ihr seht auf jeden Fall alle gleich hässlich aus. Was kostet hier? 800. Kannst mir am Arsch lecken. Ist das spezielle, selbstgestampfte Munition oder was? Oder warum ist sie so teuer? Ist ja krank. Wieso bin ich so krass überladen? Meine Ausdauer geht noch schneller runter als sonst. Oh. Weil ich schon wieder keine Rüstung an habe, nur weil ich sie repariert habe. So eine unlogische Kacke. Was kostet es bei dir? 1,4. Ja. Geht ja noch. Oh, Minen! Aufpassen! Aufpassen hier. Alles vermint. Hier, 2, 3, 4, 5. War ja klar irgendwie. Oh, ein Auto. Darf ich mit dem Auto fahren, Jungs? Sau cool, Quicksave. Oh, endlich mal nicht laufen. Ich finde das so gut, dass sie für dieses weiträumige Gebiet extra ein Auto zur Verfügung stellen. Das ist so gut, hätte ich das jetzt nicht gesehen, wäre ich einfach schon wieder eine Stunde hier gelaufen. Oh, es ist so entspannt. Da sind ganz viele Mutanten da hinten.
wie weit das ist, hätten wir alles laufen müssen. Leck mich doch am Arsch. Oha. Würde gerne so nah ran wie möglich. Aber hier sind auch irgendwo Anomalien. Da ist eine Leiter. Ah, ich park das Ding mal hier. Okay, ich pack's nicht ganz hier. Da vorne ist eine Feueranomalie. So. Ey, ich kann nicht aussteigen. Ja, ja. Oh mein Gott! Das sind Chimären! What? Oh mein Gott! Das sind Chimären! Chimären sind eine der größten und ja auch gefährlichsten Viecher hier in dem Spiel. Die sind dreiköpfig und die springen sehr weit. Also die können sehr weit springen. Und die sind sehr stark. Das sind einfach zwei Chimären, die da stehen. Ja, Prost, Mahlzeit. Leute, hier machen wir auch erstmal Schluss für diesen Part. Wir gehen hier in den nächsten Part rein. Und dann hoffe ich, euch wiederzusehen hier bei Stalker Lost Alpha.